Wow, rotierende Lichtklinge und ein beschädigter Schild von den Mordrays. Ich bin so unglaublich gerührt, dass ich nicht weiß, was ich darauf antworten soll. Wow, super toll. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen da danken kann. Außer Dankeschön zu sagen. Meine Fresse, echt. Ich würde mich ja drüber freuen, wenn wir mal ein bisschen was an Equip finden würden. Also vernünftiges Equip, was wir auch nutzen können. Alleine solche Tatsachen, wie zum Beispiel bei diesen Set-Gegenständen. Da hat man eigentlich immer ziemlich gut Chancen, viele Slots für Runen zu bekommen. Und deswegen würde ich mich, egal über welches Set, sehr freuen. Ne? Ich danke euch und werde euch in meine Gebete einschließen. Lebet wohl. Ja, da haben wir jetzt gerade ein Feuerschwert bekommen. Das kriegen wir leider auch nicht getragen, weil wir dafür Schwertkunde haben müssten. Aber dafür könnte man dann bei dem Schwert, das ist halt ein ziemlich nicees Schwert, wenn man beidhändigen Kampfkunst hat. Ja, da kriegt man dann 20 kritischen Treffer landen, plus 1 auf alle Special Moves, plus 67% auf Angriff. Also ist ein sehr geiles Schwert und außerdem ein Z-Gegenstand. Also da gibt es dann, ich glaube, noch zwei Ringe oder ein Ring und ein Amulett, die man dann auch noch dazu tragen müsste, dementsprechend. Aber dann kriegt man dann nochmal Feuerschaden. Also dieses Schwert, das habe ich noch ziemlich gut in Erinnerung. Hatte ich nämlich auch bei einem Dunkelelfen oder so angelegt, oder ich glaube sogar, das war beim Kampfmagier. Weil der Kampfmagier, der kann sich ja auch immer irgendeine Waffe auswählen. Die meisten, die nehmen Stab, ich hatte da das Schwert. So, genauso wie bei diesen, ja, wie heißt es hier, die Waldelfe. Da gibt es auch noch dieses Set, ich glaube, das haben wir sogar zum Teil schon, mit einem Bogen. Ja, also dass man dann halt sowas nutzen könnte mit einer Fernkampfwaffe. Aber dafür braucht man dann halt immer dementsprechend die einzelne, also diese Waffengattung auf Stufe 10. Also das haben wir ja hier auch gut gesehen gehabt. Minimum Schwertkunde 10 benötigen wir, damit wir das Schwert anlegen können. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sowas für zweihändig gibt, weil es gibt ja auch diesen zweihändigen Schwertstil. Aber ich glaube, das ist dann nochmal separat zu betrachten. So, und dann sollte man sich dann darauf einschießen, was man für eine Waffe haben möchte. Axt gibt es auf jeden Fall. Und ja, man könnte dann dementsprechend zweimal man könnte dann zweimal von diesem Set profitieren, oder? Das weiß ich jetzt gerade gar nicht, ob man zweimal von demselben Set profitieren kann oder ob man dann, sagen wir mal, ein Einhandschwert-Set nehmen müsste und ein Einhand. Einhandschwert, Einhand-Axt-Set nutzen müsste. Ich weiß gar nicht, ob es sowas gibt, ja. So, okay. Was soll ich jetzt hier machen? Die gesegnete Statue gewährt euch mehr Erfahrung im Kampf. Hui! Hui! Also, die ist ja gar nicht so verkehrt hier, die Statue. Also, kann man ja auch gern mal sich einen Boost holen. Ja, aber jetzt ist die Frage. Jetzt sollen wir hier die komischen Bademantelmänner töten. Aber wo sind die? Hallo! Hallo, ihr Bademantelmänner! Ja, aber das ist hier auch ein bisschen komisch. Hallo? 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 Stirb! Really? It's listening, Leviathan. So. Ja, ich wusste jetzt nicht, was ich sagen sollte. Und da ist mir bloß dieses eine kleine Video eingefallen. Wo sie Harry Potter verarschen. Beziehungsweise hier diesen Ron Weasley, der irgendwie einen Zauberspruch aufsagen sollte und es aber nicht geschissen bekommen hat. Dann halt so eine Klugscheißerin kam, diese komische Hermine, und dann immer gesagt hat, das heißt Leviosa. Leviosa. So, Entweihung, ja. Das ist natürlich auch sehr geil. Da haben wir was. Ja. Ihr seid tot. Tot. Ihr seid jetzt tot.
So, da haben wir noch einen Heiltrank. Den Schwachen, den lasse ich jetzt einfach mal liegen. Ah, okay, ich dachte, wieso steht hier ein Pferd? Wieso liegt eigentlich Heu? Also wir brauchen noch so ein paar Typchen mit, mit einer gelben Kapuzenmantel. Oder beige, oder wie man es nennen möchte, ja. Die Leute in beige Mänteln, die müssen leider weichen und sterben. Oh, halt, Moment, das tat mir aber jetzt wirklich wahnsinnig leid, dass da unsere Energiebolzen weitergeflogen sind und euch leider getroffen haben. Ihr könnt gar nichts dafür und das war, tut mir echt so richtig sorry. Ey, richtig sorry, Alter, ich schwöre. Hier geht's auch noch weiter nach unten. Alter, unglaublich. Unglaublich. Aber da gehen wir jetzt nicht weiter. Ich möchte jetzt hier bloß noch diese Quest lösen. Und hoffen, dass wir hier irgendwo was finden werden, ja. Noch ein kleines Typchen. Arschkeks, wo bist du? Hallo, Arschkeks. Den sehen wir nicht. Der versteckt sich zu gut. Den werden wir auch nicht mehr finden. Meine Rüstung bietet zu wenig Schutz vor normalen Waffen. Ja, dann find doch mal eine vernünftige. Eine vernünftige Rüstung. Ich glaube, wir haben ja auch immer noch den Brustpanzer, den wir gleich am Anfang geschenkt bekommen haben von der Mönchstante da. Im Kloster. Zur brennenden Seraphim. Ach ja, böser Magier. Wäre es doch mal so ein böser Magier, der hier dieses komische Ding schändet. Aber nein, ist das natürlich nicht. So, immer noch nicht tot hier. Ich möchte doch einfach nur einen Typen noch töten. Einen verfluchten. Einen richtigen, ja, also. Es gibt ja auch richtige und falsche Gegner. Ein Volksfremd, ja, ein falscher Freund. Wie meine englische Lehrerin immer sie genannt hat. Ein Volksfremd. Meltat nennt man Volksfremd. Cake, habe ich gesagt. Und dann hat sie gesagt, hä? Was meinst denn du mit Volksfremd Cake? Na kacke. Ja, okay. So, na gut. Hat es nicht so witzig gefunden, aber ich dafür umso mehr. Erst recht, weil sie total naserümpfend da rumstand und mir ja, ihre Backen aufgepustet hatte und sagt, du nimmst das nicht ernst. Nein, nehme ich auch nicht. Aber nun gut. Das ist halt die Schule gewesen, Freunde. Das ist die Schule. Und da hatte man eher immer andere Sachen, ja. Wie zum Beispiel, ey, was zocke ich am Nachmittag? Das waren halt die wichtigen Fragen, die wesentlichen Fragen. Hat sich irgendwie bei mir noch immer noch durchgezogen. Komplett bis in das jetzige Leben. So. Und ich glaube nicht mehr, dass ich wirklich erwachsen werde. Ach ja. Aber so sollte man natürlich. So sollte eigentlich jeder dann für sich selber entscheiden. Andere gehen dafür saufen. Saufen, trinken, huren und ficken, ja. So, wo ich mir dann einfach mal keine Ahnung. Einen Abend gönne zum richtig extrem zocken. So, und währenddessen kann man ja auch saufen. Und im Teamspeak irgendwo abhängt, weil das ist halt immer für mich so eine ungenutzte Zeit, ja. Wenn du da irgendwo in der Bar abgammelst. Da kommt mir das immer so irgendwie so wie verlorene Zeit vor. Jetzt möchte ich aber auch nicht sagen, dass ich wirklich so produktiv und effizient meine Zeit investiere und halt damit irgendwie die Welt verändere, dass ich die ganze Zeit zocke. Nein, ganz und gar nicht. Aber hey, ich finde das immer nur Verschwendung, wenn man da irgendwo abgammelt und eh nichts läuft. Ja, 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 ja. Und man dann auch noch überteuert irgendwo von dem Barkeeper gesagt bekommt, dass man 20 Euro hinlegen soll für 0,3er Bier, was an jeder Tanke für wo an jeder Tanke für einen Sixpack von denselben Flaschen
einfach nur 5 Euro lassen würdest, ja, also das ist dann schon ein bisschen bitter. Bisschen bitter, da bin ich ein bisschen knauserig, Freunde. Ja, so sieht's aus. Und da haben wir unseren letzten Zampano getötet. So, den letzten Kuckucksklan-Anhänger. Und jetzt können wir auch endlich dem guten Herrn sagen, ey, wir haben die Welt von dem Kuckucksklan bereinigt. Der wird jetzt hier keine Leute mehr diskriminieren aufgrund seiner Hautfarbe, sondern wir haben sie diskriminiert aufgrund ihrer Stadtluft, Kapuzenfarbe. schon lange vergessene Erinnerung. So. Ja, Stadtluft. Jetzt tut sie wieder so, als ob sie schon Ewigkeiten nichts mehr gerochen hat. Hier so eine Stadtluft. Meine Fresse, ja. Die ist schlimmer als ein Tamagotchi. Echt, die sind viel schlimmer als ein Tamagotchi. Ihr habt gehalten, was ihr versprochen habt. Vielen Dank dafür. Ich werde sofort Nachforschung anstellen, woher diese Verräter gekommen sind. Da-da-da-da-da. So, na super. Jetzt haben wir das auch erledigt. Ein Hohenwall. Oh, verdammt, jetzt habe ich einen Heiltrank getrunken, den ich gar nicht trinken wollte. Der schlägt doch mal so schwer auf den Magen. Und nicht, dass wir dann in 3 Minuten wieder Pimpin machen müssen gehen. So, ich überlege gerade, ob wir nicht hier diesen Weg nochmal kurz nach unten schreiten. Ja. Weil würde sich ja anbieten. So. Boah, da werden wir jetzt eiskalt versuchen zu blitzdingsen. Also, dass wir geblitzdingst werden. Finde ich nicht so schön. So, obwohl, ich sage jetzt einfach mal, wir gehen jetzt wieder zur Hauptquest über und gucken dann mal, wo er uns demnächst wieder hinschicken wird. Vielleicht können wir das ja dann damit irgendwie verbinden. Ich gehe mal fest davon aus. Alarm! 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 Also das ist auch so ein, ja, so ein super teurer Typ gewesen. Wollte mich jetzt rollen. Hätten sie mich ja einfach eiskalt fest am Schrottwittchen. So nicht, Freunde, so nicht! Meine Güte, ja, meine Güte! Jetzt springe ich hier gleich nochmal einfach eiskalt rüber, über den Fluss. Marodeure. Wieso sind hier überall Marodeure? Ich verstehe das Spiel nicht mehr. Nur noch Verräter, nur noch böse. Nur noch böse Menschen. Und nur noch Schwarzkuttenträger. Halt, Moment. Ich bin zu weit. Aber. Ich muss mich auch weg! So. Okay. So. Weiter geht's. La 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 la. Mann, ey. Dass sie dann immer mit ihren komischen Ranken oder Tentakeln da uns immer angrabbeln müssen. Das ist unglaublich. Eine Schleuderklinge. Die nehme ich doch glatt mal mit. Ich glaube, das ist dieser Move, wo die Klinge nicht zurückkommt. Okay, da haben wir noch so einen komischen Brunnen. Da kann man ja auch mal gucken, ob da vielleicht nicht irgendjemand steht. Nö. Hier steht natürlich niemand. Vorführeffekt. Sonst stehen da manchmal irgendwelche NPCs. Dein Blut reinigt deine verkommene Seele. Erflehe Vergebung. Nee, mache ich nicht. Warum auch? Erflehe Vergebung. Erflehe Vergebung. Ja. Nein. Nein. Mache ich nicht. Tue ich nicht. So sieht's aus. Okay. Dann gehen wir jetzt mal hier. Ja, wo sind die denn? Oh, Kindergelache. Ja, Kindergelächter. Da haben wir's. Und das ist die gesamte Familie. Lass mich verarschen. Boah, das Kind einfach krass, ja. Wie es da mit einem Schlag das
die komische Tusse da töten wollte. Einfach mal einen Schaden gemacht. Super. Super. Man muss ja nur mutig sein. Ja, Freunde, dann kommt er schon weiter im Leben. So, genauso wie der Typ. Der war ja super toll. Meteoritnagel. So, wie wir diesen Zauber schon gefunden haben, Alter, könnten wir eigentlich so einen Flächenteppich an Meteoriten runterhageln lassen. So. Dann gucken wir mal hier weiter. Nee, hier ist nichts. Jetzt verspotte nicht das Kind, ja. So. Der Feuerhab hier, jetzt hier weicher. Aus den Augen, Freunde, aus den Augen. Okay, das hätten wir. Jetzt können wir ja mal spaßenshalber hier unsere Punkte nochmal verteilen. So, Himmelsmagie. Parade. Das ist ein Paradebeispiel. So, und jetzt können wir ja, weil wir ja alles hier eigentlich auf 10 haben, einfach, ich gebe den Rest jetzt einfach in Dingsbums an. Und mentale Regeneration auch. So, jetzt sind wir bei 39,4 und können jetzt hier noch mal ein bisschen was lernen. Ach du heilige Kacke. Heiliger Kudung, sage ich da mal. Heiliger Kudung. Das ist, da könnte man ja eigentlich noch mal ein bisschen was an Runen einlesen. Anjaka! Mein Schatz! Da bist du ja. Sag, wo sind ihre Brüder und ihr Vater? Mein Mann, es kann jede Hilfe zu spät. Dieses furchtbare Monster, wie soll ich es denn jetzt weitergehen? Anjakana. Anjanka. Wir müssen jetzt so stark sein. Ich danke euch trotz allem. Ihr konntet wenigstens meine Tochter retten. Ja, genau. Wir konnten, zumindest die Tochter retten. So, die Tochter hätte sich ja auch mal ein bisschen drum kümmern können. Dass die Leute hier am Leben bleiben. Da komme ich nicht rein, wa? Nee. Also hier kann ich leider nicht abgammeln. In der Schenke. Ah, hier kommt man auch nicht weiter. Ist nicht so geil. Ich dachte, da kommt man jedenfalls durch. So, okay, vielleicht noch nicht. Vielleicht kommen wir da später dann durch. Weil ich gehe mal davon aus, dass diese Kneipe irgendwas Besonderes an sich hat. Nicht nur durch das Türschild, sondern halt, dass die allgemein eher noch irgendwie eine besondere Eigenschaft hat. Weil die halt so rausgearbeitet ist. So, jetzt aber hier. Sterbt! Aber allesamt hier. Aber allesamt. Ja, ja. Dankeschön. Danke. Da haben wir jetzt noch eine Rune bekommen und ich glaube, wir könnten jetzt dann die Runen wirklich dann dafür investieren, zum einen unseren Energieblitz erstmal stärker zu kriegen, wieder halt auf Charakterlevel. Das war Charakterlevel, der ist Stufe 30 und wir sind 40. Dass wir halt den wir so anpassen, dass wir den mit der Ablenkzeit überschreiten. Ich glaube, da durften wir eigentlich drei Dinge einlesen können. Wie ihr oder wünscht. Eins. Ach. Ach, was ist denn da los? Ergib dich! Wieso soll ich mich ergeben? Guter Herr. Diese verdammten Rebellen. Seit unser Herr Demodre sich zum König erhoben hat, machen sie nur Probleme. Geht weiter und macht keinen Ärger. Okay, gut, gut, dann machen wir mal keinen Ärger. Ein Kampf für Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit. Ja, aber das Problem ist dabei immer, dass manche gleicher sind als andere. So, und damit meine ich halt immer diese Ausnahme, dass dann irgendwelche besser Betuchten dann halt sich immer über andere stellen. Obwohl alle die gleichen Rechte haben. So, nun gut. La la la, la la la.